Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jagdfieber. Mein Name ist Michael Bernatek. Heute war mal wieder eine schwäbische Mannschaft zu Gast im Prenzlauer Berg. Doch bevor es auf Punktejagd ging, gedachten beide Teams und die Zuschauer erstmal der Opfer des Anschlags von Berlin. Darüber und über andere Themen spreche ich heute bei Jagdfieber mit meinem Gast Bob Hanning. Seine Worte haben Gewicht, seine Gegenstöße sind nicht von schlechten Eltern. Heute bei Jagdfieber zu Gast Bob Hanning, zudem Bjarkima Ellison auf dem Weihnachtsmarkt und die besten Szenen vom Heimspieldebüt des neuen Trainers. Herzlich willkommen bei Jagdfieber, Bob Hanning. Es ist viel passiert bei den Füchsen in den letzten Wochen und einer, der da die Finger im Spiel hatte, ist heute zu Gast beim Jagdfieber. Bob, herzlich willkommen, schön, dass du die Zeit genommen hast. Schönen guten Tag. Bob, bevor wir über den Sport reden, der Handball und vieles andere ist ja am Montag ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Wie hast du die schrecklichen Nachrichten aufgenommen? Ja, ich bin tatsächlich in Düsseldorf gelandet und habe dann auf einmal eine Unzahl an WhatsApp-Nachrichten und Nachrichten gehabt, ob es mir gut ginge, sodass ich dann sehr, sehr schnell wusste, dass in Berlin was passiert sein muss, habe mich dann natürlich über die Medien informiert und von dem tragischen Tod vieler Menschen dann auch direkt gehört. Du betrachtest so ein Ereignis wahrscheinlich auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Was bedeutet sowas für die Sicherheit der Heimspiele bei den Füchsen? Ja, wir haben ja schon nach Nizza die Sicherheitsvorkehrungen deutlich erhöht. Wir haben nochmal richtig Geld in die Hand nehmen müssen, um auch die Sicherheit, so gut es möglich ist, in Stadien auch zu gewährleisten. Es gab am Anfang auch seitens des Publikums immer wieder auch mal ein bisschen Ärger, Taschen abgeben, keine großen Flaschen mit reinnehmen, Fotoapparate. Es zeigt mir, dass es eine richtige Entscheidung war. Wenngleich sie nicht immer so populär ist und uns auch leider viel Geld kostet. Aber die Sicherheit der Zuschauer hat natürlich Vorrang, unabhängig davon. Und das muss man, glaube ich, auch ganz, ganz ehrlich sagen. Man kann es nur versuchen zu verhindern. Wenn es Menschen gibt, die eine böse Absicht haben, werden sie sich immer wieder, man sieht das anhand des Weihnachtsmarktes, leider auch ein Stück weit durchsetzen können. Um hier für die Sicherheit zu sorgen, bedarf es ja eines großen Sicherheitsapparates. Viele freiwillige Helfer sind da meist im Einsatz hier, oder? Ja, wir haben wir sind natürlich in sehr enger Abstimmung mit der Polizei, mit der Arena, die ja die Halle auch betreibt, mit dem Ordnungsdienst, aber auch natürlich mit unseren Helfern, um die Sicherheit, so gut es geht, dann auch nahe an 100% zu gewährleisten. Aber man muss es einfach auch sagen, man kann sich nicht komplett schützen. Kein Mensch kann eine 100%ige Garantie geben, auch nicht in Fußball oder in Handballstadien. Die freiwilligen Helfer und das Orga-Team im Hintergrund war auf jeden Fall wieder voll im Einsatz heute beim Heimspiel gegen Göpping. Ob auch das Team eine Leistung dementsprechend abrufen konnte, schaut selber. Der neue Weg der Füchse ist nun vorgezeichnet. Velimir Petkovic gibt diesen nun vor und dies emotional klar und stets kommunikativ. Ja, mit allen Spielern viel gesprochen, hat versucht, uns auf die Gegner gut einzustellen. Das soll jetzt aber keine Kritik am alten Trainer sein, bitte nicht falsch verstehen. Das ist jetzt ganz, ganz schwer zu sagen, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt. Ich bin auch immer ein bisschen zurückhaltender. Ja, aber wir haben heute eine gute Leistung gezeigt und dazu zählt sicher auch die Leistung vom Trainer. Zweifelsfrei der neue Füchse-Coach Velimir Petkovic, der mit Frisch auf Göpping zweimal den ERF-Cup gewinnen konnte, ist von Beginn an in seinem Element. Seine Laufleistung am Spielfeldrand ist herausragend. Er redet, er hat, glaube ich, neues Motiv in die Mannschaft gebracht, er hat neue Frische in die Mannschaft gebracht. Ich glaube, den Unterschied sieht man. Zu beobachten ist in der Anfangsphase, dass sich die Füchse dank des Treffers von Steffen Feeth und des Tores von Vertragsverlängerer Bjarkima Ellison auf 3 Tore absetzen können. 6:3 für die Füchse nach den ersten 10 Heimspielminuten des neuen Trainers.
Ganz viel Gefühl in der Hand beweist Paul Drucks bei diesem An- bzw. Weiterspiel auf Hans Lindberg 8:6 ein durchaus ansprechender Beginn. Kommunikation am Spielfeldrand zwischen Trainer und Spielgestalter, denen natürlich nicht entgeht, dass ihr Kreisläufer Krešimir Kosina, der ab der kommenden Spielzeit für Göppingen spielt, seinen Kollegen gerne mal live und in Farbe beweisen will, was dieser so alles kann. Und dies gleich in doppelter Hinsicht. Nach seinem Wembley-verwandten Treffer geht der Ball der Gäste an die Querlatte des Füchsegehäuses und dann geht es schnell und direkt nach vorn. Tore, die dem neuen Vorgesetzten an der Seitenlinie gefallen dürften. Nach Silvio Heinevetters Glanztat ist nicht mehr allzu viel Spielzeit auf der Uhr, doch der Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit, mit dem sich Petkovic schon länger unterhalten hat, bewies des Öfteren, dass er Wege zum Torerfolg findet. Emotion raus zur Halbzeit, vielleicht auch, weil sich nach dem Spiel gegen Flensburg etwas angesammelt hatte. Ich glaube, wir alle haben nicht nach dem Spiel gut geschlafen, aber ich glaube nicht wegen unserer Leistung. Ich glaube, wir haben da alles gegeben. Wir haben, glaube ich, das beste Spiel der Saison gemacht und trotzdem verlierst du bitter am Ende. Ja, ein bisschen unglücklich, soll ich mich so ausdrücken. Aber gut, wir haben eine neue Frische gefunden, wir haben neue Kraft gefunden. Natürlich taten wir uns in der ersten Halbzeit ein bisschen schwer. Viel leichter geht es in Halbzeit 2 von der Hand, auch bei Rückkehrer Kent Robin Tönnissen. Das Anspiel von Weltmeister Lars Kaufmann findet keinen Abnehmer, dafür schwärmen die Füchse fast wie im Rudel aus. Am Ende der Kombinationskette steht Jakov Gujun 17:13. Der Pass, der diesem Treffer zuvor geht, ist zweifelsfrei einfallsreich, technisch geschickt und ebenso nicht ganz einfach zu spielen. Perfekt vorgeführt von Peter Nenadic. Danach ist es ein leichtes für Matthias Hachisson. Und dann tankt sich der Anspieler einfach mal rundherum durch die Göppinger Deckung 22:19. Im Anschluss folgt Postwenden doch ein Gegenstoßtreffer des Mannes, der jetzt gerne auch mal in der Deckung spielt. Starke Szene, man verneigt sich vor Peter Nenadic und den auftrumpfenden Füchsen. Und Krešimir Kosina blockt mal eben den Wurf von Lars Kaufmann weg. So macht man sich unbeliebt beliebt bei den zukünftigen Kollegen. Auf gar keinen Fall unbeliebt. Ich wollte ihnen zeigen, was sie kriegen. Ja. Wenig zu lachen haben die Göppinger des Öfteren auch in den Duellen mit und gegen Silvio Heinevetter. Und so gewinnen die Füchse mal wieder eine Partie aufgrund einer stärkeren zweiten Hälfte. 31:26 heißt es am Ende des Spiels. Und nun darf es zu Weihnachten auch kurzzeitig ein wenig ruhiger werden. Wir haben jetzt noch zweimal Training, dann haben wir auch am 24. mal frei. Und das werden wir auch, glaube ich, alle in Ruhe genießen mit der Familie. Und dann geht es halt am 26. weiter mit dem Spiel. Aber wir haben sicherlich auch genug Zeit, das mal zu genießen. Die Söhne von Wladimir Petkovic wohnen ohnehin schon in der Hauptstadt. Ein Familienweihnachtsfest in Berlin sollte also wenig entgegenstehen. Bob, mit welchen Erwartungen bist du denn nach der doch bitteren Niederlage in Flensburg heute in dieses Spiel gegangen? Ja, wir haben gewusst, dass das keine ganz einfache Situation wird, einen Trainerwechsel einfach in dieser Kurzfristigkeit hinzukriegen. Aber man hat schon gemerkt, dass das in der Mannschaft sich etwas verändert hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, von den Punkten, die wir im Vorfeld der Spiele geholt hatten, konnte und musste man ja auch zufrieden sein, auch mit dem Gewinn des Weltpokals. Die Ausrichtung für die Zukunft war aber das, was uns angetrieben hat, eine Veränderung vorzunehmen. Ich glaube, dass wir es schaffen können, uns dieses Jahr international zu qualifizieren. Und der Traum ist nach wie vor gewesen, auch Richtung Champions League noch einen Schritt zu machen, aber auf jeden Fall im nächsten Jahr angreifen zu können. Und wenn man der Überzeugung ist, dass das, was man hatte, nicht das ist, was man in Zukunft haben will, war es auch richtig, auch nach 12 Jahren zum allerersten Mal bei den Füchsen dann diesen Trainerwechsel auch vorzunehmen, um dann die Ziele, die man auch hat, gemeinsam neu angehen zu können. Du setzt ja auch auf die Jugend und beim Spiel gegen Flensburg kam Christoph wieder zu mehr Einsatzzeiten. Ist das auch etwas, was du zukünftig wieder mehr sehen willst? Ja, das ist genau das. Ich möchte, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt. Ich möchte, dass unsere jungen Spieler mehr zum Einsatz kommen, beziehungsweise die Chance kriegen, mehr zum Einsatz zu kommen. Sie sollen nichts geschenkt kriegen, um Gottes Willen.
Aber das ist unsere Philosophie von Anfang an gewesen. Und das ist das, was ich sehen möchte. Das ist die Vorgabe auch an das Trainerteam. Und das habe ich auch sehr, sehr deutlich gemacht bei der Verpflichtung von Velimir Petkovic, dass ich möchte, dass wir uns sehr intensiv um unsere jungen Spieler auch bemühen. Wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, die ganz großen Clubs anzugreifen, dann können wir das nicht über Geld, das wissen wir. Aber wir können es über Identität, Motivation durch Identifikation. Und das gilt es zu erreichen. Ich habe immer gesagt, von den Punkten her bin ich mehr als einverstanden. Auch wenn die letzten Spiele wie gegen Gorenje Velenje, wo wir mit 6 Toren zurücklagen, und wenn man ehrlich ist, wenn Melsungen 30 Sekunden vor Schluss den 7 Meter reinwirft, werden wir ein anderes Resultat haben. Und gegen Lemgo hatten wir auch sehr, sehr viel Glück. Also von daher waren die Punkte in Ordnung. Ich glaube aber, dass die Mannschaft noch unglaublich viel Reserve hat, was wir bis jetzt noch nicht aus ihr rausgeholt haben. Und das wird jetzt die Aufgabe sein. Gut, es gibt ja auch einige Verletzungssorgen. Oder gab es natürlich auch? Ja, es gibt immer Verletzungen im Profisport, und sich dahinter zu verstecken, mag ich nicht. Das ist ja genau das Thema. Wir haben ja an Christoph Reisky gesehen, wozu der Junge in der Lage ist. Man muss ihn nur spielen lassen, man muss ihm die Möglichkeit geben, man muss ihm das Vertrauen geben und man muss hart mit ihnen arbeiten, weil das sind natürlich keine fertigen Spieler. Ich muss an Christoph Reisky, einen Kevin Struck natürlich anders trainieren, als ich einen Vukovic und Guyon trainieren muss. Und dafür muss ich mir Zeit nehmen. Aber ich muss vor allem den Jungs auch vertrauen, und glaube, da werden wir jetzt in der nächsten Zeit auch viel Freude haben. Velimir wurde ja relativ zügig vorgestellt, aber er hat einen Vertrag bis 2018. Das heißt, es war kein Schnellschuss. Nein, es war kein Schnellschuss. Wir haben am Ende der letzten Saison ein sehr langes Gespräch mit unserem Trainer gehabt und auch sehr offen und sehr ehrlich kommuniziert, was wir erwarten. Ich habe aber erstmal die Fehler bei uns selbst gesucht. Und wenn man das ehrlich, die Situation auch im letzten Jahr sich anguckt, haben wir einen Spieler zu wenig gekauft, einfach aufgrund unserer wirtschaftlichen Situation. Da sage ich immer wieder, das ist das, was absolute Priorität hat. Wir sind seit 12 Jahren, haben wir nicht ein einziges Mal unsere Partner bitten müssen, ein Loch zu füllen, sondern wir haben es immer aus eigener Kraft mit unserem Partner natürlich gemeinsam geschafft. So, dann kam die Verletzung von Strux und Zakrisson. Auch dafür kann kein Trainer der Welt was. Damit waren wir natürlich viel zu dünn besetzt. Ich habe selbst unserem Trainer geraten, Frederik Pettersson zum Kapitän zu machen. Was mich dazu bewogen hat, im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich keine Ahnung. Die Mannschaft hat einen Athletiktrainer gekriegt, der uns nach 7 Wochen wieder verlassen hat. So, das heißt, es ging darum, erstmal diese Fehler zu beseitigen. Und wir haben Hans Lindberg in der Saison gekauft, weil es die Situation in Hamburg hergegeben hat. Wir haben mit Steffen Veth einen der besten deutschen Nationalspieler verpflichtet. Drucks und Zakrisson sind wieder gesund. Das heißt, der Kader ist jetzt breit genug aufgestellt, um erfolgreich zu spielen. Jetzt ging es darum, wer kann diese Mannschaft am besten weiterentwickeln. Und als ich gesehen habe, dass das Resultat stimmte, aber die Leistung vieler Spieler nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was mache ich jetzt? Welchen Trainer hole ich jetzt für diese Mannschaft? Und ich habe jemanden gebraucht, der erfahren ist, der vor allem führen kann und der mir in Stresssituationen möglichst viele richtige Entscheidungen trifft. Und ich habe jemanden gesucht, der sehr, sehr hungrig ist, die deutsche Sprache kennt und die Liga kennt. Ja, und wenn Sie das alles untereinander schreiben, dann ploppt automatisch der Name Petkovic raus. Also habe ich mich natürlich mit ihm im Vorfeld schon auch beschäftigt und habe gesagt, sollten wir handeln in irgendeiner Phase, sei es in der Winterpause, sei es zur neuen Saison, bist du mein Kandidat für diese Position. Weil ich natürlich genau diese Dinge gesehen habe, die mir eben auch nicht gefallen haben. Und ja, dass es dann jetzt so schnell kam, eigentlich wollte ich in der Winterpause wechseln, das kann ich ganz offen und ehrlich auch zugeben, aber das Gespräch mit Erlingor habe ich geführt, nachdem ich mit den Gesellschaftern gesprochen habe, im Aufsichtsrat gesprochen habe, und dann wollte ich es nicht bei mir halten. Ich möchte einfach nicht eine Weihnachtsfeier feiern mit einer Entscheidung, die ich weiß, das kann man für falsch halten. Ich halte es nur für konsequent und ehrlich, und ich möchte keinem Menschen in die Augen treten, wo ich weiß, dass ich eine Entscheidung getroffen habe. Und das habe ich sehr offen mit ihm kommuniziert.
Wir haben auch mittlerweile den Vertrag aufgelöst unter für ihn sehr fairen Bedingungen. Auch das war mir wichtig, weil dieser Mann hat nur positive Ergebnisse geliefert. Und dann war halt die Situation zu sagen, okay, wenn du nicht mehr die drei Spiele machen möchtest, akzeptieren wir das. Ist für uns vielleicht auch so ein bisschen der Vorteil, dass wir die Möglichkeit haben, dass die Mannschaft und der Trainer sich auch gleich dann für die Rückrunde kennenlernen und wir dann vielleicht wissen, wo wir dann auch personell nachjustieren müssen. Es gab ja noch andere Personalentscheidungen. Kreso wird den Verein verlassen und auch Steffen wird aus persönlichen Gründen wechseln. Bleibt es bei 2018 oder steht da auch ein früherer Wechsel im Raum? Also aus meiner Sicht nicht. Wir hatten die gleiche Situation übrigens mal mit Pettersson, der auch zu den Rhein-Neckar-Löwen gewechselt ist. Ich habe das von Anfang an, Steffen hat von Anfang an sehr offen, sehr ehrlich, sehr fair mit uns kommuniziert, sodass es auch wirklich gar nichts gibt, was zwischen Verein und Spieler steht. Ich kann mir einen Wechsel zum nächsten Jahr nicht vorstellen, da ich einfach weiß, dass es ein guter Junge ist, der charakterlich auch sehr, sehr sauber seinen Job bis zum letzten Tag hier absolvieren wird. Also von daher kommt das in der Tat nicht in Frage. Wir haben, wie du angesprochen hast, uns von Kreso für die neue Saison trennen müssen, weil wir mit Erik Schmidt einen Spieler schon geholt haben, auch ein Jahr vorher, wo wir hoffen, dass er uns verstärken kann. Dass Kreso dann auf einmal auf dem Markt war und das wirklich auch toll macht, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Auf der anderen Seite sind wir aber auch mit der Entwicklung unseres spanischen Spielers Nacho sehr zufrieden, sodass wir diese Achse auch dann jetzt nicht auseinanderreißen wollen. Ja, einer, der auf jeden Fall bleiben wird, ist unser Bjarki. Er hat den Vertrag bei den Füchsen verlängert. Er steht auch im Mittelpunkt unseres nächsten Beitrages, allerdings zu einer Zeit, in der die Welt in Berlin noch in Ordnung war. Grundsätzlich bin ich so ein Außen-Fan, hatte mir das Trikot von Peter vor zwei Saisons ausgewählt, weil er meine Hausnummer hatte und ich halt auch zu der 13 einen besonderen Bezug hatte. Nichtsdestotrotz, Bjarki sehr wendig, schön so für Kontertore, ein sehr, sehr guter Spieler, eine große Bereicherung für Berlin. Ja, und freue ich mich natürlich, das jetzt gewonnen zu haben und mal die Chance zu haben, halt mal auf Tuchfühlung zu gehen mit einem Spieler. Auf Tuchfühlung mit Bjarki Maelison und seiner besseren Hälfte auf dem Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt. Na, wenn das mal kein großartiges, vorträgliches Weihnachtsgeschenk ist. Und natürlich hat die Dauerkarteninhaberin der Füchse auch die ein oder andere Frage im Gepäck. Es ging mir einiges durch den Kopf. Klassische Fragen, wie feiert man als Spieler Weihnachten, wenn man am zweiten Feiertag spielen muss? Wie ist es als ausländischer Spieler in Deutschland zu sein, Familie zu vermissen und so weiter und so fort? Ja, so, das sind so die klassischen Fragen, so kurz vor der Weihnachtszeit. Das ist natürlich ein Teil von die Sportlerleben. Du musst über Weihnachten trainieren und das ist auch meine Wahl. Aber ich genieße das trotzdem, hier in Deutschland zu sein. Ich bekomme meine Schwiegereltern zum Beispiel zum Besuch dieses Jahr und wir finden immer eine Lösung zu genießen. Ich denke so, ab 20 Jahre alt wird das immer schlechter und schlechter, weil die Geschenke werden immer schlechter und schlechter, aber dann bekommst du ein Kind und dann wird das wieder so viele Freude und ja, also ich freue mich. Vielleicht werden die Geschenke in diesem Jahr ja wieder besser und besser. Das bisher Beste war im Übrigen PlayStation 4. Eine Antwort, die angesichts der Tatsache, dass Bjarki Maelison dem Beruf des Handballprofis nachgeht, nicht allzu überraschend sein sollte. Ebenso die Tatsache, dass der Linksaußen seinen Vertrag in Berlin um 2 Jahre verlängert hat. Weil ich bin sehr, sehr zufrieden im Füchse Berlin, in den Verein, in die Stadt, mit meiner Familie hier. So. Und was Handball angeht, ist das für mich ein Top 10, 15 Verein in der Welt. So. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag hier verlängern. Ein Umstand, der zweifelsfrei große Freude beim Anhang auslösen wird. Denn der schnelle Spieler mit der Nummer 4 hat sich bereits in die Herzen der Fans gespielt. Dem übergeordnet besteht zwischen beiden Parteien ein hervorragendes Verhältnis.
war schon mit Füchsepower auf einigen Auswärtsfahrten. Da ist es immer schön, also die Füchse-Spieler freuen sich, die Fans nach dem Spiel zu sehen, sind geduldig, was Autogramme schreiben angeht, was Fragen beantworten angeht. Ist auch in der Halle selber ein sehr gutes Miteinander. Ohne die Fans haben wir keine Mannschaft. So. Ja, ich bin froh, dass ich kann ein bisschen was zurückgeben zu unseren Fans. Und genau darum gibt es von der einstigen Außenspielerin, die zu ihrem 30. Geburtstag die Füchse-Dauerkarte erhielt, noch entsprechend gute Wünsche unter den Baum gelegt. Für die Füchse diese Saison unter den Top 3. Für Bjarki ganz klar gesund bleiben, also verletzungsfrei, ganz, ganz wichtig. Für die deutsche Nationalmannschaft den WM-Titel. Zweifelsfrei alles Wünsche, die so auch in Erfüllung gehen können. Bob, ich habe es eben angesprochen, Bjarkis Vertrag wurde verlängert, auch Zacke und Heine bleiben noch weitere Jahre in Berlin. Sind es deine vorzeitigen Weihnachtsgeschenke? Ja, also ich habe gerne den Kindern unserer Spieler ein Weihnachtsgeschenk gemacht bei der Weihnachtsfeier, aber jetzt bin ich nicht so, dass ich großartig Weihnachtsgeschenke an Spieler verteile, sondern das sind alles strategische Entscheidungen gewesen und habe ja am Anfang des Interviews schon gesagt, dass ich jemand bin, der gerne von hinten raus auch denkt und die Zielsetzung und der Anspruch der Füchse Berlin ist es, die Großen zu kitzeln. Und da muss man schauen, welche Spieler können einem dabei helfen, von welchen Spielern muss man sich trennen, welche Spieler wollen einen dann auch verlassen aus persönlichen Gründen. Und mit Zachrisson haben wir ein Gesicht, was wir über viele, viele Jahre schon bei uns haben, mit dem wir auch viel Erfolg hatten, langfristig an uns binden können. Das freut mich persönlich sehr. Bjarki ist, glaube ich, noch nicht am Ende seiner Entwicklung, deswegen auch die Vertragsverlängerung hier. Und Heine hat nach einem wirklich schlechten Jahr oder Halbjahr es geschafft, diesen Turnaround zu schaffen und ist wieder in der Verfassung, wie ich es mir wünsche, was er auch kann und bildet auch zusammen mit Peter Stochel im nächsten Jahr das Duo. Das war nicht so sicher. Peter hat immer überlegt, wann ist der Punkt aufzuhören. Und wir haben gerade letzte Woche noch miteinander gesprochen. Er sagt, also ein Jahr, das mache ich noch. Und von daher können wir dieses Duo noch ein Jahr dann auch genießen. Ja, das waren ja turbulente Wochen bei dir. Von entspannter Vorweihnachtszeit kann ja da nicht die Rede sein. Wann kommst denn du eigentlich mal zur Ruhe? Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, so nach den ganzen Themen der letzten zwei Jahre, also der ganze Streit im Verband im letzten Jahr, was sich auch über Wochen und Monate hingezogen hat, jetzt wieder die Bundestrainersuche und auch wieder die ganze Aufregung mit den Olympischen Spielen und dem Trainerwechsel jetzt auch im Verband und bei uns, das ist schon sehr an der Grenze. Das selbst für jemanden wie mich, der gerne arbeitet und der gerne viel arbeitet. Von daher freue ich mich jetzt mal auf ein paar Tage Urlaub, die ich aber auch wirklich dringend brauche, um meinen Akku dann auch mal wieder aufzuladen. Hat denn wenigstens der Wechsel von der Spielerbank ins Publikum geholfen und für ein bisschen Ruhe gesorgt bei dir? Nee, das hat es überhaupt nicht. Das macht einen dann ja noch ohnmächtiger. Das ist ja die Situation. Aber die Entscheidung an sich ist natürlich eine völlig richtige, weil wir mit Max Rinderle jetzt einen jungen Mann haben, der das kann und der das auch sehr, sehr gut macht. Und von daher bin ich da sehr, sehr glücklich, dass wir ihn dazu gewonnen haben. Und von daher ist es eine logische und konsequente Entscheidung, die wir da getroffen haben. Aber am Spielfeldrand zu sitzen, ist brutal. Das kann ich wirklich sagen, weil so bist du wenigstens abgelenkt auf der Bank und kannst dich ein bisschen ums Ein- und Auswechseln kümmern und hast da deine Ruhe. Aber daneben zu sitzen, ist für jemanden wie mich die absolute Hölle. Die Füchse haben zwar spielfrei im Januar, aber für dich geht es ja trotzdem weiter. Lass uns kurz einen Blick auf die WM werfen. Da schlagen ja zwei Herzen in deine Brust. Wie siehst du das angesichts der Verletzungssorgen bei den Füchsen und des engen WM-Plans? Ach ja, also da habe ich eigentlich nur ein Herz. Und das schlägt schwarz-rot-gold wie bei jedem Handball-Fan. Und da hoffe ich, dass wir so gut wie möglich abschneiden und so viel wie möglich Füchse-Spieler nominiert werden. Durch die Verletzung von Fabi, denke ich, werden wir im Regelfall, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, mit Feth, mit Drucks und mit Heinevetter auf jeden Fall drei Spieler auch stellen. Das macht mich persönlich stolz und freut mich. Und das
dass wir unseren Beitrag zum deutschen Handball auch leisten dürfen und hoffe, dass wir eine gute WM auch spielen können, unabhängig der großen Verletzungssituation, Absagen, die uns die letzten Tage und Wochen erreicht haben. Ich sage vielen Dank an Bob Hanning. Ja, und bevor es zur WM geht, steht für die Füchse am zweiten Weihnachtsfeiertag nochmal ein Heimspiel gegen Coburg auf dem Programm. Wir hoffen natürlich wieder auf den Sieg. Bis dahin eine schöne und vor allem friedliche Weihnachtszeit.